Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Schachmatt TV. In diesem Video spiele ich live zwei Partien gegen einen 14- und einen 1500er auf chess.com im Rapid-Format. Also ich werde auf jeden Fall genügend Zeit haben diesmal, um die Züge alle zu erklären und analysiere danach auch die Partien und zeige so, was so die typischen Fehler von den Leuten auf dem Niveau sind, wie ich gegen die spiele, welche Öffnungen ich empfehlen würde. Und so weiter und so fort. Also da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Okay, und hier bin ich jetzt doch schon in der Partie. Also das wird jetzt so ablaufen, dass ich hier einfach die Partie spiele gegen den 1400er hier und dann so erkläre, was vielleicht seine Fehler sind, wenn er dann hoffentlich welche macht. Und dann vielleicht so auf die typischen Fehler von den Leuten eingehen und vielleicht auch ein bisschen eben mit dazu erklären natürlich meine Züge. Also es ist jetzt eine 10-Minuten-Partie, das heißt, da habe ich mehr als genügend Zeit, alles zu erklären. Und lustigerweise heißt mein Gegner hier auch schon Teacher. Das heißt, mal schauen, vielleicht ist das gegen Schachlehrer, der sich hier so wie ich quasi auf 1400 runter gespielt hat und jetzt sich wieder nach oben spielt und auch so ein bisschen dazu vielleicht erklären will. Also hier am Brett haben wir, falls jemand das Video von Basti gesehen hat, die gleiche Öffnung, die Basti auch mal hatte, erst letztens in seinem Video. Das ist dieses System, wo die Leute hier mit dem Springer auf D5 schlagen. Normal wäre es hier gewesen, mit dem Bauern zu nehmen, aber mit dem Springer ist auch okay, also ist auch gar nicht so schlecht eigentlich. Aber das ist schlecht, was er jetzt gemacht hat. Springer F6, normalerweise sollte man ihn schon auf C3 nehmen, dann würde ich zurücknehmen und dann würde C5 kommen. Das wäre dann normal gewesen. Also werden wir dann noch in der Analyse sehen, im Anschluss gleich daran. Also Springer F6 ist hier ein Fehler. Das ist jetzt ein Fehler theoretischer Art. Ja, ist einfach Theorie quasi nicht gekonnt, würde ich sagen. Was ich jetzt mache, ist, okay, ich bin aus dem Buch 1000, aber ich entwickle ganz normal meine Figuren. Also, spiel ganz normal Schach. Auch G5 würde ich nicht empfehlen zu spielen. Schwächt den König zu sehr. Würde hier auf jeden Fall gern kurz rochieren. Aber wenn er jetzt kurz rochiert, dann habe ich sowas wie H4, ein typischer Zug, um diese H6-G5-Formation aufzubrechen. Und da hätte er, denke ich, schon große Probleme. Okay, er spielt C5, den könnte ich überlegen zu nehmen. Dann müsste sein Läufer wahrscheinlich wieder zurücknehmen und dann hätte er auch seinen Läufer schon zweimal gezogen. Das heißt, das ist jetzt auch nicht so gut hier, denke ich, was er macht. Okay, er rochiert. Aber jetzt kann ich mir natürlich überlegen, den Bauern auch einfach zu behalten mit B4. Ich habe auch aggressivere Optionen. Ich könnte auch Läufer D6 spielen, um den Bauern zu behalten. Sieht vielleicht besser aus, wenn ich hier B4 spiele, kommt vielleicht A5. Immer so ein bisschen das Problem hier, wenn der Schwarze versucht, die Struktur wieder aufzubrechen. B4, A5. Wenn ich nehme, dann hängt der. Wenn ich auf B4, A5 A3 spielt, dann könnte er und hat dann die offene A-Linie. Vielleicht kann er damit was machen. Das gefällt mir nicht so sehr. Läufer D6 sieht mir da viel simpler aus, um den Bauern einfach zu decken. Ich habe auch so eine Option wie Springer B5. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das machen muss. Also die Idee ist nach Nehmen hier sowas wie Springer C7, aber es könnte schon fast ein bisschen zu kompliziert werden nach Läufer B4 oder so Geschichten. Er hat auch Springer A6 einfach, um das zu verteidigen. Also, ich spiele Läufer. Ich behalte hier einfach meinen Bauern auf C5. Hab mehr Bauern und eine bessere Stellung, würde ich sagen. Er spielt Turm E8, okay. Jetzt muss ich gucken, ob er was eingestellt hat, weil ich könnte nehmen und Schach geben. Und dann kann er noch den Turm zurückstellen. Okay, scheint noch halbwegs jedenfalls zu funktionieren. Springer B5 wäre ein Zug. Mache ich mal. Jetzt muss er Springer A6 spielen, denke ich. Okay, der geht nicht. Springer C7. Also hier hat er jetzt einfach diese Taktik übersehen. Im Prinzip. Wen nehme ich raus? Ich könnte beide nehmen. Vielleicht sogar eher diesen Turm. Der auf A8 steht noch passiver. Wenn er zurücknimmt, hängt noch sein Läufer. Also das hier wird eine kurze und schmerzlose Angelegenheit. Okay, dann habe ich auch schon gewonnen. Und ich würde sagen, weil es jetzt so schnell ging, spiele ich. Also analysiere ich erstmal die Partie gleich und spiele dann aber noch eine weitere. Also wir sehen uns gleich in der Analyse dieser Partie. Okay, dann bin ich hier in der Analyse von der Partie. Also
D5, Theorie, Theorie, Theorie. Ich schlage auf D5, okay. Er schickt einen Springer zurück. Also ja, ist spielbar. Normal wäre es, das hatte ich schon kurz erwähnt, in der Partie mit dem Bauern zu nehmen. Und dann gibt es halt diese sehr langen Varianten, aber soll es nicht Thema des heutigen Videos sein. Er steigt mit dem Springer, okay, ich spiele E4, auch das ist normal. Ich spiele Springer F6, also hier Engine, klar, bester Zug ist zu nehmen und dann diese C5-Theorie. Und da geht es dann auch noch etliche Züge weiter, aber auch das soll jetzt nicht das Thema sein. Springer F6, so und hier bin ich jetzt eben aus dem Buch raus, das heißt, ich muss selbst überlegen, was ich hier mache. Und was macht man in so einer Situation? Was ich empfehlen würde, erstmal die Figuren entwickeln. Läufer G5, ist ein guter Zug. Läufer E7, Springer F3. Ganz normal, also ich habe nichts Besonderes gemacht. Ich habe quasi meine Figuren ganz normal natürlich. Ich habe wirklich nichts gemacht eigentlich. Ich habe nur gewartet, dass er sich selbst Schwächen macht. Und das hat er eben gleich gemacht. Hier mit G5 ist ein schlechter Zug. Da hat er sich gleich selbst quasi eine Schwäche gemacht, weil er jetzt nicht mehr gut rochieren kann. Jetzt würde ich nämlich H4 spielen, das hatte ich auch vor, ist auch der beste Zug. Und jetzt sowas wie Springer E5 und wenn er versucht, den Bauern zu decken hier mit H5. Dann habe ich hier so Züge wie Dame D2 und das ist genau das, was ich meinte. Seine Königsstellung hier ist unglaublich schwach. Ich werde wahrscheinlich sogar lang rochieren, vielleicht mit F3 noch weiter alles aufreißen und ihn dann einfach irgendwann matt setzen. Deshalb ist dieses Manöver, was er gespielt hat, nicht so gut und dann C5 ist vielleicht auch. Ja, jetzt kann ich eben nehmen, also das sollte auch der beste Zug sein. Die Engine ist ein bisschen komisch, dass sie hier ein Fragezeichen gibt, weil sie zeigt eigentlich an, dass D-Schick C5 der beste Zug ist. Keine Ahnung, warum das ein Fragezeichen bekommt. Kann man mal ignorieren. Dame schlägt D1, okay, Turm schlägt und jetzt, ja, er müsste auf jeden Fall nehmen. Aber dann sowas wie, ja, vielleicht Springer B5 und. Ja, dann drohe ich hier diese Geschichte auf Läufer B4, ich springe D2 und es ist ziemlich schwer, das zu verteidigen. Auf so einen Zug kann ich sowas wie Läufer E5 spielen. Hier sieht man wieder, G5 war nicht so gut, weil jetzt eben diese Fesselung hier extrem unangenehm ist. Wenn der Bauer noch auf G7 wäre, wäre das ja wieder gar kein Problem quasi. Okay, interessant auf jeden Fall. Ja, aber okay, rochiert, aber jetzt ist halt das Problem, Läufer D6 passt. Dass er hier wirklich große Probleme hat und seinen Bauern nicht decken kann. Und jetzt nach B6, dann Springer C7 und dann ist vorbei. Brauchen wir nicht weiter anzuschauen, denke ich. Danach ist einfach gewonnen. Okay, gut. Kurze Analyse auch, kurze Partie. Und wir sehen uns in der nächsten. Okay, ich bin ja in der nächsten Partie. Spiel gegen. Okay, jetzt spiele ich mal E4. Davor habe ich D4 gespielt. Ein bisschen abwechseln kann nicht schaden. Ja, hier könnte Springer F3 spielen, aber für diese Partie entscheide ich mich mal für ein etwas witzigeres System, sage ich mal. Und zwar dieses System hier habe ich früher häufig gespielt, auch im klassischen, jetzt nicht mehr so sehr, weil es einfach nicht so gut ist, wenn man ehrlich ist. Das ist hier, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, ich glaube, es ist der Wiener Partie oder sowas in der Art. Und ja, die Idee ist, dass man F4 spielt, schnell angreift. Rochieren tut man gar nicht so sehr, gar nicht so häufig und dann vielleicht irgendwelche Angriffsbilder hier zeugt. Ist interessant, was er macht mit Springer G4. Kann man bestimmt machen, ist eine legitime Option. Ja, droht Springer F2. Ich überlege schon an so komischen Geschichten wie Springer G5, könnte man. Das ist für ein komischer Zug, dann erlaube ich doch einfach Springer F2. Bin ich besoffen? Nee, bin tatsächlich nicht besoffen. Springer G5, Springer F2, dann Dame H5 ist meine Idee. Es ist halbwegs typisch in den Stellungen. Also, das heißt halbwegs typisch. Ich habe halt einige Erfahrungen, wobei ich schon sehr viele Partien in so einer ähnlichen Stellung hatte. Ich glaube, die konkret hatte ich noch nicht am Brett, aber öfters mal kann man das. Springer F2, Dame H5, dann droht hier Matt auf H7. Läufer F7 droht, also das sollte gewonnen sein. Ich habe jetzt noch D5 hier gerechnet, damit er seinen Springer deckt. Der ist jetzt gerade angegriffen. Dann würde ich aber mit dem Läufer nehmen. Er sieht ihn sogar, okay. Genau, dann nehme ich mit dem Läufer, das hatte ich gerechnet. Das ist wahrscheinlich der beste Zug, D5. Und jetzt vielleicht sowas wie H6 hatte ich gerechnet. Aber ja, ich kann dann F5 spielen oder auf F7 nehmen, also. Okay, das sollte nicht gehen. Jetzt habe ich Dame H5.
Ist quasi genau die Falle, die ich gerade beschrieben habe. Jetzt ist da der Doppelangriff, er kann den Turm nicht nehmen. Kann G6, hängt H7. Wenn er den spielt, schlage ich mit dem Springer auf F7. Ist schon auch Feierabend, die Partie. Also, man sieht, man kann diese Gegner, also falls jetzt ein paar Zuschauer auf diesem Niveau sind, ist vielleicht ganz lehrreich. Also, man kann diese Gegner quasi mit Taktiken eigentlich und vielleicht auch Fallen eigentlich ganz gut besiegen. Okay, er spielt Dame F6, jetzt kann ich hier, denke ich, einfach auf H6 nehmen. Das ist ein Doppelschach, doppeltes Schach. Der König muss ziehen, vielleicht auf H8 oder H7 und in beiden Fällen. Okay, wo ist das schnellste Matt? Jetzt hier noch kurz überlegen, Springer F7, was habe ich? Springer G8. Oder wo ist das schönste Matt? Könnte man sich auch überlegen. Spiele einfach mal Springer G4, würde ich sagen. Schach. Muss die Dame dazwischen stellen. Die nehme ich dann ganz genüsslich raus. Und man sieht also, ich habe jetzt quasi diese Falle gestellt, dass wenn er Springer F2 macht, ich Dame H5 habe. Und ja, so dann schon gewonnen. Also wenn man ganz gutes Eröffnungsverständnis und positionelles Verständnis hat, dann gewinnt man gegen diese Leute eigentlich auf diesem Niveau ganz gut. Und auch die Partie werde ich jetzt natürlich analysieren für euch. Und ja, ich hoffe mal, dass ihr dann einiges lernen konntet aus den zwei Spielen. Vielleicht auch in der Eröffnung. Also erstmal aber jetzt natürlich zur Analyse. Sehen uns gleich wieder. Okay, und hier bin ich auch schon wieder in der Analyse angekommen. Also, genau. E4, E4 diesmal, E5. Und dieses System mit Läufer C4 ist eigentlich sehr, sehr, sehr lustig eigentlich im Blitzen. Also im Langzeit vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Entscheidung, aber auch bis zu einem Niveau von 2000 locker spielbar, würde ich sagen. Und die Aufstellung ist hier immer gleich. Man spielt eigentlich immer dieses System, egal was er macht. Es gibt jetzt natürlich hier auch die Variante. Es gibt jetzt hier natürlich auch diese Variante: Springer F6, Springer C3, Springer schlägt E4. Ist auch eine sehr lustige Variante. Die Idee ist, wenn man jetzt hier nimmt, dann käme D5. Das ist gar nicht so gut hier für Weiß. Schwarz gewinnt einfach die Figur zurück und hat überhaupt keine Probleme. Deshalb gibt es den Zug Dame H5. Ich drohe matt. Jetzt denkt man sich, okay, was genau ist hier los? Also, ich drohe matt und der Springer hängt. Das heißt, er muss eigentlich Springer D6 ziehen, damit er den Springer deckt und gleichzeitig F7 verteidigt. Dann gibt es so Varianten wie Läufer B3, Springer C6. Hier zieht man, der Springer ist die einzige Figur, die F7 verteidigt. Also Springer B5 wäre Theorie. Wenn er schlägt, kommt Dame F7 matt. Also quasi ein kleiner Exkurs in die Theorie von der Eröffnung. Falls einige interessiert und die vielleicht auch mal ausprobieren wollen, solche Varianten hier gibt es. Dann Dame D5. Das ist immer das Problem, wenn er hier nimmt, kommt immer matt. Auch wenn er hier genommen hätte, kommt auch matt. Und dann gibt es so eine Variante mit Dame E7, Schach und man gewinnt die Qualität. Und ja, das soll es jetzt auch mal gewesen sein hier für die Variante. Aber so kann man das zum Beispiel spielen. Da hat man eine Qualität erstmal mehr. Schwarz spielt als nächstes B6, Läufer B7 und Weiß versucht schnell sich zu entwickeln. Ist tatsächlich gut spielbar für Schwarz. Die Stellung ist circa im Gleichgewicht. Also das sind Theoriezüge ja einfach, wie man mal gesehen haben sollte wahrscheinlich. Aber er entscheidet sich für diesen Aufbau. Okay, spielen auch viele. Also normalerweise spielt man D6. Springer G4 ist etwas ungewöhnlich, aber auch verständlich, weil er natürlich gleich hier angreifen will. D6 wäre wahrscheinlich besser. Und hier ist die Theorie Springer A4. Auch das hatte ich schon auf dem Brett. Und man versucht diesen Läufer zu holen oder schafft es auf jeden Fall, wenn er den versucht zu decken, zum Beispiel so, dann vertreiben wir ihn wieder, bis er auf B6 steht. Und jetzt können wir einfach nehmen, rochieren. Und es ist eine, würde ich sagen, relativ angenehme Stellung. Und ich glaube, sowas wie Läufer D7 hier zum Beispiel, wäre ja mehr oder weniger ein natürlicher Zug, ist, denke ich, schon ein Fehler, weil jetzt, ups, das nicht. Jetzt können wir ihn nämlich nehmen. Und dann Läufer G5 spielen und diese Fesselung ist extrem unangenehm. Und man muss auch sagen, wir haben das Läuferpaar. Das heißt, tendenziell sollten wir schon bessere Karten trotzdem haben. Also mir gefallen diese Stellungen immer. Er entscheidet sich für Springer G4. Und ja, hier dieser Springer G5-Zug ist eine Art und Weise, wie man damit
zurechtkommt mit dieser Drohung, also die Drohung ist hier Springer F2. Eine andere Art und Weise, die Engine sagt, der beste Zug ist hier Dame E2. Auch das ist ein relativ typischer Zug in diesen Strukturen, weil wenn er jetzt Springer F2 spielt, dann bringt es ihm auf einmal gar nichts mehr, weil dann einfach Turm F1 kommt, der Springer ist angegriffen und dann müsst er wieder zurück. Das bedeutet dann quasi, Läufer F2 könnte man auch überlegen, dann König F1. Jetzt drohen wir H3 und den Läufer zu gewinnen. Das heißt, er müsste wieder ziehen. Und jetzt trotzdem H3, der Springer zieht und der König auf F1 ist gar nicht so schlecht. Wir können jetzt vielleicht nehmen. Hängt hier sogar konkret, genau. Aber auch so, wenn der jetzt nicht hängen würde, G4, König G2 und der König ist gar nicht so schlecht hier. Also das wäre auch kein Problem. Also Dame E2 ist die eine Möglichkeit, damit zurechtzukommen. Oder Springer G5 hier. Und ja, er hat hier noch den besten gefunden mit D5. Das Springer G5 ist natürlich auch etwas riskant, wenn er jetzt das irgendwie verteidigt, dieses Dame A5 und so. Und hier reinkommt, dann hat er gute Karten. D5 ist auch der beste Zug, das dachte ich auch. Und hier hat er tatsächlich einen sehr starken Zug. Okay. Das habe ich übersehen. Dass es so stark ist. Also ich habe es gesehen, dass es funktioniert, aber einfach nicht gesehen, dass es so stark sein soll. Und zwar ist das hier Läufer F2, König F1. Und jetzt auf F4 nehmen. Okay, ich hätte wahrscheinlich zurückgenommen. Und jetzt ist quasi der ganz starke Zug hier, Läufer E3. Wenn ich jetzt nehme, dann fällt meine Dame. Was ist, wenn ich hier Deck überlege ich gerade? Dame F3. Okay. Ja, dann kommt ihr mit Dame F6 wahrscheinlich rein. Und ich hab tatsächlich größere Probleme. Interessant. Interessant. Was ist, wenn ich hier nehme? Springer schlägt. Und ich kann. Ah, okay. Ich kann kein König E2 spielen, weil dann Springer D4 kommt. Und auf König F2 kann er nochmal einen Schach geben. Ich muss ziehen und auf einmal hängt mein Springer. Okay, sehr schwer zu sehen, würde ich sagen. Diese ganze Zugfolge hier, aber also man sieht, dieses Springer G5 ist mir auch mit Risiken verbunden. Wusste ja auch, dass das riskant ist, wenn der Gegner die besten Züge findet, dann könnte man Probleme. Also Läufer D5 war ja nicht das Beste. Springer schlägt D5 ist besser. Und wenn er jetzt das Gleiche probiert, jetzt auf F4 nehmen, dann habe ich kein Problem mehr, weil jetzt ist mein Läufer hier gedeckt und das E3-Feld ist auch überdeckt. Davor konnte er Läufer E3 spielen, das kann er jetzt eben nicht mehr machen. Aber okay, er hat Springer F2 gespielt, ist quasi auf meinen Trick reingefallen. Das war ja genau das, worauf ich quasi gehofft habe. Weil ich jetzt dieses Dame A5 habe und diese Konstruktion kann man einfach nicht verteidigen. Er hat jetzt H6 gespielt und jetzt vielleicht nochmal wichtig, also Läufer F7 gewinnt auch, aber Springer F7 ist viel simpler. Wir drohen diesen Abzug, wenn er jetzt hier nimmt, kommt Schach, wir gewinnen die Dame. Oh, es wäre sogar Matt in 2 natürlich. Springer 6, Springer wieder zurück. So zum Beispiel auch Matt in 2, aber okay. Jetzt nur zur Illustration, also das kann er gar nicht machen. Und Dame F6 hat er gemacht, oder? Ja. Jetzt kommt halt dieses Springer 6 und auch die Stellung ist glatt gewonnen. Also man sieht, auf dem Niveau würde ich sagen, kann man mit Tricks und interessanten Eröffnungen, wo man auf Angriff spielt, würde ich sagen, sehr, sehr weit kommen. Also also in der Eröffnung habe ich jetzt voll auf Angriff gespielt und der Gegner ist quasi mehr oder weniger ziemlich schnell kollabiert. Oh ja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr die Eröffnung interessant fand, könnt ihr auch gerne ausprobieren und schreiben, wie es gelaufen ist. Gerne abonnieren und liken, das würde uns sehr freuen. Und ja, das ist vielleicht so eine Serie, die ich jetzt anfangen könnte und schreiben, wie ihr das findet. Also ich habe jetzt 1460, spiele mich dann weiter nach oben. Mal schauen, wie hoch ich komme. Und ja, auf jedem Niveau werde ich halt quasi so typischen Fehler jetzt warnen von den Leuten. Und ich hoffe, dass ihr dann möglichst viel mitnehmt und das vielleicht auch selbst anwenden könnt und weiter nach oben kommt. Bis bald.